muss mich heute entsprechend kleiden. Heute in der Anmoderation habe ich gesagt, der ist pünktlicher als die Flugzeuge, die Deutsche Bundesbahn. Also er hat mehr Auszeichen oder mehr Tourneedaten als Anzeigen am Frankfurter Flughafen. Mich hat das Cover so ein bisschen erinnert an eine Flughafenhalle. Und es gibt einen weiteren Grund, warum ich heute... Ist es auch, weißt du, ne? Na, guck mal hier, siehst du, warum ich heute so aufgetreten bin. Lieber Nick, die Menschen, wir gehen ein kleines bisschen nach vorne, vielleicht in Gummersbach, wissen um deine Karriere. Und wenn es Menschen in dieser Welt wissen, dann sind es die Gummersbacher. Denn 1962 kämpfte ich mich durch den Kindergarten, er sich durch den Muttermund, meine Damen und Herren. Mit 19 hatte er seine erste Band und dann hat er alles Mögliche gemacht. Er war beim Bundesheer, sagt man bei euch, bei uns Bundeswehr. Er war Zimmermann, er war Techniker, er war Kellner. Und irgendwann mal, nach einiger Zeit, hat er gesagt, Sänger und Texter ist genau das Richtige. Und dann, im Jahre 2001 in Österreich, dann gab es den goldenen Stern vom österreichischen Rundfunk für, ich glaube, den besten Interpreten. Aber dann, meine Damen und Herren, kam er eines Tages hierhin nach Gummersbach. Ich wollte ihn fragen, wann, aber das dauert zu lange. Es war der 8. September 2006. Echt? 125 Jahre. So lange schon. Ich hätte es nicht mehr gewusst. So. Das Album hieß damals Lebenslust und Leidenschaft. So, jetzt können wir uns ausmalen, meine Damen und Herren. 2006 war er hier. 2006 bekam er Platin. Anschließend, das Jahr später, gab es 10-mal Gold und das Jahr später gab es einmal Echo. Jetzt raten wir mal, wo die Karriere, die große Karriere von Nick P. in Deutschland angefangen hat. Gummersbach. Nick. Liegt auf der Hand. Es ist wie ein amerikanischer Traum. Du hast es langsam angehen lassen. 2012 ist richtig, hast du geheiratet. Und ich denke mal, innerhalb von 5 Jahren ist richtig 4 Kinder. Ne? 4 Kinder. Ja? Innerhalb von 5 Jahren? 4 Kinder? 4 Kinder? Nee. Nein? Nein. Jetzt wollte ich schon sagen, nein, nein, das ist Lebenslust und Leidenschaft. Aber du hast 4 Kinder, richtig? Meine älteste Tochter ist 28. Okay. Ja. Die hat mich vor 4 Jahren zum Opa gemacht. Dann kommt meine zweite Tochter, ist 22. Mein Sohn 14 Jahre und dann der Niklas, das ist der Niklas und der Janik mit 3 Jahren. Du siehst, ich bin viel unterwegs, immer wenn ich zu Hause war, ist was passiert. Lebenslust und Leidenschaft pur, meine Damen und Herren. So, ich habe mir lange die Frage gestellt, was schenken wir ihm zu diesem Fast-Jubiläum? Das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, ich verbinde dieses Geschenk mit einem Wunsch. Bei all den Preisen, bei all den Auszeichnungen wünsche ich dir, dass du mit mir, deinem Showkapitän und Flugbegleiter, eines Tages nach Hollywood fliegst. Und da gibt es, das kennen Sie, diesen Walk of Fame. Und da gibt es diese unglaublichen Sterne. Und dass wir dann daneben stehen und ich die Ehre haben darf, ihn zu begleiten. Und wir sehen auf einem Stern dann Nick P. Aber habe ich mir gedacht... Das möchte ich erleben. Ja, habe ich gedacht, was ist der Stern auf dem Walk of Fame gegen das, was der Bergische Hof dir heute verleiht? Meine Damen und Herren, hier sehen wir den Preis des Bergischen Hofes. Das ist der Stern, der seinen Namen trägt. Da freue ich mich sehr. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und lieber Nick, diese 5 Strahlen sind symbolisch für deinen 5. Besuch hier in Gummersbach. Und ich glaube, der Applaus ist auch nochmal für unseren Stargast. Stufe 5. Danke vielmals. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Dankeschön. Wollen Sie noch eine Zugabe? Ja! Unser Preisträger gibt noch eine Zugabe. Was ist Hollywood?